Herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch verklickt habt. Heute haben wir was ganz Besonderes auf dem Tisch liegen. Ach, Marco ist ja auch noch da. Mensch, ich wollte es eigentlich alleine machen. Schade. Nein, Spaß. Aber das lasse ich mir nicht entgehen, denn es handelt sich um das Oppo Reno 6 5G. Schauen wir uns doch mal dieses wunderschöne Smartphone an. Das hat auch ein... Das hast du gerade das gerade so gemacht. Findest du es nicht schön? Doch. So gut. Es war zu ein zustimmendes. Okay, gut. Weil ich finde es wirklich geil, weil es irgendwie mal wieder was Neues ist, auch wenn vielleicht der eine oder andere sagen würde, man kennt es vielleicht auch von irgendwelchen Apple-Geräten oder Birnengeräten oder Ananas-Geräten. Ein bisschen, ne? Aber die Vorderseite besteht aus Glas. Wir haben einen wunderschönen Metallrahmen und das Besondere ist nämlich, dass wir alles so ein bisschen eckiger haben. Wir haben vorne flach, hinten flach, Rahmen flach. Nichts abgerundet, außer die Ecken hier oben natürlich. Es liegt dadurch irgendwie gut in der Hand, irgendwie was Neues. Ein bisschen auch, du bist immer nicht so begeistert, was ist denn los? So ein bisschen auch ziegelsteinartig natürlich, ne? Ja. Kann man natürlich auch sagen. Aber dadurch irgendwie auch gut zu greifen. Gut zu greifen und ich finde es irgendwie mal was anderes einfach. Und dadurch finde ich es schon wieder fast modern. Ich glaube, jetzt viele werden wieder zu diesem eckigen Design rüberkommen, oder zu dem flachen Design. Ich mag es, ganz ehrlich, ich mag es wirklich. Und wir haben hier nur 7,99 mm dünnen Rahmen, wenn es jetzt richtiges Deutsch war, aber so ungefähr. Und das Smartphone wiegt auch nur 182 Gramm. Also es ist jetzt unter 200 Gramm, ist unter 8 mm. Finde ich top. Und mir gefällt das Design einfach. Ja, und die Rückseite ist auch schön. Ich weiß, du kannst gleich, aber ich will nur mal ganz kurz sagen, die Rückseite gefällt mir halt auch wirklich, wirklich gut. Sie sieht man keine Fingerabdrücke, nichts. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ja, es ist halt ein kompaktes Smartphone. Das liegt halt auch an der Front. Wir haben hier ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display mit 90 Hertz. Ja, 120 wäre natürlich schöner gewesen, aber AMOLED-Display, Fingerabdrucksensor unter dem Display. Ein kleines bisschen zu tief angebracht, aber dadurch, dass das Smartphone jetzt nicht so riesig ist, kommt man da immer noch gut ran. Und also es ist wirklich eins der kompaktesten Smartphones, die wir in letzter Zeit hier hatten. Und das ist ja auch mal ein Plus, denn die meisten sind ja irgendwie 6,7 Zoll oder mehr noch. Also da sind diese 6,4 mit minimalen Rahmen, kleinen Punch-Hole, wirklich sehr willkommen. Hier und ein flaches Display, das mögen ja auch sehr viele. Wie du schon gesagt hast, hier ist ja alles flach. Kümmern wir uns als nächstes aber mal um die Software. Wir haben hier Android 11, leider noch kein Android 12, das wäre schön. Ne? Bei den neuesten Geräten gibt es mittlerweile schon irgendwie, aber ich denke mal, hier wird es bestimmt irgendwann auch ein Update auf Android 12 geben. Wir hoffen darauf. Und ColorOS 11.3 als Benutzeroberfläche. Insgesamt gibt es hier wirklich von der Benutzeroberfläche her gar nichts zu meckern. Wir haben ja immer den ein oder anderen oder die ein oder andere Benutzeroberfläche, die wir präferieren. Aber ColorOS gehört mittlerweile auf jeden Fall auch mit dazu. ColorOS wird hier von dem MediaTek Dimensity 900 angetrieben. Mit 8 GB Arbeitsspeicher, LPDDR4X Arbeitsspeicher ist das übrigens. Und 128 GB internen Speicher haben wir hier. Und man muss sagen, es ist solide die Performance. Also Alltagsperformance. Völlig ausreichend. Wenn ihr denn so ein bisschen in sehr anspruchsvolle Aufgaben hineingreift, dann merkt ihr vielleicht schon, dass es halt eher ein Mittelklasse-Smartphone ist und kein Flaggschiff ist. Aber trotzdem ist es wirklich sehr solide, was hier das Reno 6 bietet. Das sehen wir auch, wenn wir uns den Geekbench einmal anschauen, der sich hier den Prozessor anschaut. Da bekommen wir 730 Punkte im Single-Core-Score und 2176 Punkte Multicore-Score. Mittelklasse, wie eben schon erwähnt. Und das bestätigt auch der Benchmark. Und das Gleiche sagt uns auch der PC-Mark Performance-Test. Da bekommen wir nämlich 8398 Punkte. Ist jetzt, wie gesagt, nichts, was einem riesig vom Hocker haut, aber im Alltag völlig ausreicht. Genau, wenn ihr zocken möchtet, dann ist es vielleicht das falsche Smartphone, falls ihr in den höchsten Grafikeinstellungen zocken möchtet. Aber ansonsten gar keine Probleme, egal was ihr nutzt. Das ist aber auch heutzutage schon bei Mittelklassen so Standard. Ich bin immer wieder wirklich positiv überrascht, was heutzutage so möglich ist. Ja, also ich muss auch sagen, für die 600 Euro, die man hierfür ausgibt, wir haben den Preis noch gar nicht verraten, erwarte ich das aber auch. Das stimmt. Also für 600 Euro würde ich mir vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Performance sogar wünschen, zumindest auf dem Papier. Wie gesagt, im Alltag merkt ihr das gar nicht so sehr. Aber es passt auf jeden Fall ins Schema und ist vergleichbar mit anderen Geräten in dem Preisbereich. Marco hat ja gerade schon erzählt, dass hier der SoC MediaTek Dimensity 900 verbaut ist und deswegen kommen wir am besten direkt mal zur Konnektivität. Hier haben wir Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, dann haben wir noch Dual 5G Möglichkeit und zwar, weil wir können hier, wenn wir reingucken würden in den SIM-Kartenschacht, sehen, dass wir dort zwei Nano-SIM-Karten reinstecken können, aber keine Speichererweiterung, also 128 GB müssten euch ausreichen. Reicht auch aus. Also mindestens 128 GB sollte man sich heutzutage schon als Smartphone dann besorgen mit 128 GB. Aber was haben wir hier noch? Einen Monolautsprecher. Das ist ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr schade, vor allem für den Preis 600 Euro. Und ein Monolautsprecher, das geht gar nicht, finden wir. Oppo, bitte jetzt irgendwie
heutzutage sollte da ein Dual-Lautsprecher drin sein. Aber der Mono-Lautsprecher klingt dafür wirklich gut. Man kann ihn schön laut machen und man denkt erst so, ah, vielleicht könnte es sogar Dual-Speaker sein, weil es klingt wirklich schön. Also dafür, dass es ein Mono-Lautsprecher ist, ist es gut, aber Dual wäre noch besser. Ich finde den Lautsprecher gar nicht so wichtig. Ich finde den viel wichtiger, wie schnell ich den Akku laden kann und wie groß er ist. Okay, bin ich gespannt. Wenn es um die Größe geht, dann klingt die Zahl... Es geht doch nicht um die Größe, es geht doch nie um die Größe. Hier jetzt erstmal, im ersten Moment schon, 4300 mAh großer Akku. Klingt jetzt schon recht klein, aber wir müssen halt bedenken, es ist halt ein kleineres Display, es ist ein sehr schmales Smartphone. Insgesamt gibt es halt Größenbeschränkungen. 4300 mAh, wir können das Ganze aber mit 65 Watt schnell laden. Netzteil ist übrigens im Lieferumfang enthalten. Yeah. Kabelloses Laden geht hier leider nicht. Aber wie gesagt, sehr, sehr schnelles kabelgebundenes Laden. Und diese 4300 mAh, die halten länger, als man im ersten Moment vermutet. Durch einen Tag kommt ihr. Einen zweiten Tag solltet ihr aber trotzdem nicht damit probieren. Der Akku hat halt eine Größenbeschränkung, die man nicht wegreden kann. Trotz alledem, durch einen Tag kommt ihr. Zu Anfang des Videos haben wir ja schon so ein bisschen über die Dünnigkeit, wie ich mal ganz gerne sage, gesprochen. Und zwar guckt dann aber auch noch ein bisschen der Kamerabumper raus. Deswegen lasst uns doch mal über die Kameras reden. Aber wir beginnen mit der Frontkamera. 32 Megapixel Frontkamera hier in diesem wunderschönen kleinen Punchhole oben links beim Display. Bei 32 Megapixel erwartet man ja eigentlich eine Menge und wir wurden nicht enttäuscht. Also irgendwie wirklich, das waren wirklich schöne Selfies mit der Frontkamera, die wir hier aufnehmen konnten. Die Hautfarben, allgemein die Farben, vor allem wenn man Menschen fotografiert, dafür ist wirklich die Selfie-Kamera gemacht und meistens macht man mit einer Selfie-Kamera auch Selfies. Und die Porträtaufnahmen, hier haben wir zwar keinen Tiefensensor, aber trotzdem, Cutout hat uns gefallen, gab es wirklich nichts zu meckern. Schöne Selfies könnt ihr mit dieser schönen Frontkamera machen. Und dann haben wir aber auf der Rückseite auch noch weitere Kameras, nämlich und zwar als Hauptkamera eine 64-Megapixel-Hauptkamera. Die Fotos haben uns je nach Lichtbedingungen gut gefallen. Also Menschen zum Beispiel konnte man wieder ganz gut fotografieren, aber wenn dann die Lichtbedingungen nicht so richtig gestimmt hat, dann wurde auch das, einfach der Dynamikumfang hat da nicht so wirklich gepasst. Und dann gibt es ja natürlich auch noch die Videodisziplin. Wir können bis zu 4K Videos aufnehmen. Die haben uns gar nicht gefallen. Da war auch die Stabilisierung überhaupt nicht so wirklich gut. Und auch alle anderen Kameras haben übrigens auch kein OIS. Wir haben hier nur eine elektronische Stabilisierung. Dann haben wir auch noch eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Da waren die Fotos, ja, haben uns leider Gottes auch nicht so richtig überzeugt. War halt typisch eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera an den Seiten. Sieht man hier und da so ein bisschen, dass es eben keine 12-Megapixel- oder noch bessere Ultraweitwinkelkamera ist. Und Makroaufnahmen können wir auch noch machen mit der 2-Megapixel-Makrokamera. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wenn ihr schon unsere Videos, vorherigen Videos so geschaut habt, wenn nicht, am besten abonnieren, dann seht ihr eh alle Videos, auch die zukünftigen natürlich. Und zwar, dass die 2-Megapixel-Makrokameras ja immer nicht die besten Makrokameras sind und das ist auch hier fast der Fall, weil farblich haben uns die auf jeden Fall überzeugt und man kann auch hier und da mal ein Makrofoto machen, aber haut einen jetzt auf jeden Fall nicht um. Was wir hier leider gar nicht verbaut haben, ist eine Zoom-Kamera. Das heißt, wir müssen digital zoomen und das ist einfach durch die Bank weg nicht zu gebrauchen. Zwar bietet einem die Kamera-App ganz viele Optionen an, von zweifach über fünffach, zehnfach und 20-fach, aber nichts davon kann so richtig überzeugen. Die sind auch sehr unterschiedlich in der Qualität nochmal untereinander. Also zoomen lassen wir hier einfach mal weg. Ist ja auch keine Zoom-Kamera verbaut. Was den Nachtmodus angeht, ist das Ergebnis, was das Reno 6 hier produziert, recht solide. Wir haben hier nicht nur eine Zoom-Kamera nicht verbaut, sondern auch keinen Tiefensensor, aber trotzdem sind die Porträtaufnahmen sehr, sehr, sehr gut. Also Porträtaufnahmen kann Oppo hier auf jeden Fall mit diesem Gerät farblich, es passt auf jeden Fall. Also die Hauptkamera ist in Ordnung, Frontkamera ist in Ordnung, aber 8 Megapixel Ultraweitwinkel und 2 Megapixel, hätte man... Ich habe so ein Gefühl. Ja. Ich glaube, dass Oppo mit dem Reno 6 gesagt hat, sie wollen stylisches. Und ich finde, das Smartphone wirklich sehr, sehr stylisch. Ja. Ein stylisches Smartphone haben, was gute Bilder von Mensch macht. Weil sowohl die rückseitige Hauptkamera als auch die Selfie-Kamera, sobald ein Mensch vor der Kamera war, hat die Kamera offensichtlich kapiert, wie es geht. Beim Rest ist so ein bisschen, lassen wir eher weg. Aber ich glaube, es ist einfach so eine Kamera, die man vielleicht als Instagram-Influencer durchaus benutzen sollte, denn das, was hier rauskommt, finde ich attraktiv und das Smartphone, ich muss auch nochmal sagen, ich finde es wirklich schick. Also Oppo kann eine Sache richtig gut und das ist Design und ich finde, das machen sie mit verdammt vielen Geräten sehr, sehr gut. Genauso wie mit dem Schnellladen, 65 Watt, finde ich auch auf jeden Fall gut. Negativ ist dann wieder zu sehen, der Mono-Lautsprecher. Aber ansonsten passt das Gerät. 600 Euro könnte man vielleicht schon ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich würde es gerne ein bisschen günstiger sehen. Und dann könnte man es auch auf jeden Fall wirklich ohne Probleme empfehlen. Aber wer ein wunderschönes Gerät haben will mit einem schönen, modernen, flachen Design,
kann man auf jeden Fall ohne Bedenken zugreifen. Jetzt würde uns aber interessieren, was ihr vom Reno 6 haltet. Ist das für euch ein Smartphone, was in Frage kommt, weil es halt wirklich ein richtig schickes Smartphone ist? Oder sagt ihr, dass halt dieser Preistag einfach ein bisschen zu hoch gegriffen ist? Schreibt das gerne in die Kommentare auf dem Weg nach unten. Seid so lieb, verpasst dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr nicht unserer Meinung seid, könnt ihr auch einen Daumen runter da lassen. Abonnieren wäre aber auf jeden Fall schön, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Nicht nur zum Oppo Reno 6 machen wir ja spannende Videos, sondern zu vielen anderen Smartphones auch. Also drückt dann auch noch die Glocke, damit ihr da benachrichtigt werdet. Und vor allem, schön, dass ihr euch verklickt habt. Macht's gut.